Un poto.ไหนซูชิลีนี่นะซูชิลีนี่ครับคุกเกอร์ไอศกรีมหรือตัวเต็กนะกุ้งกระเด็นเลยกันนะฮะวันนี้คุณยายพามากินอาหารร้านจีนนะคะพี วันนี้อากาศดีจ้าคุณยายพามากินข้าวที่ร้านอาหารจีนจ้ะน้ำแข็งก็ยังมีอยู่แต่อากาศดีดีแล้ววันนี้ตอนนี้ก็ออกมาแล้วจ้าทุกคนเดินทางต่อไปกะมูนเด่นฉันมีแต่การจะมาโทรศัพท์ยินชาวเรือนี่เป็นสตรอกส์นะมีอากาศดีแดดดีนะจ้าวันนี้Nicht so kalt, gue, heute, gue. Warm, gue. บนเขายังมีหิมะอยู่นะจ๊ะยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยนะปะปายนะเริ่มละลายแล้วแดดดีIn Bulgarien habe man einiges dort unterfirmenartig organisierten Betrüger zu schlagen und einen Hauptverdächtigen festnehmen können. Man gehe von mehreren tausend Opfern in mehreren Ländern aus. Die ausgeforschte Bande soll einen Schaden von 100 Millionen Euro pro Jahr verursacht haben. Es werde dauern, die Zahlen könnten also auch noch steigen.
Aufrufe an die übereinander Regeln des Karfreitags werden heute fortgesetzt. Die Regierung plant nach einem Urteil des EuGH, den Karfreitag als Feiertag für alle Protestanten und Altkatholiken abzuschaffen und stattdessen einen halben Feiertag für alle einzuführen. Birgit Brandner, die Kritik war heftig. Einen individuell frei wählbaren zusätzlichen Urlaubstag geben soll. Klar ist, dass bis morgen Vormittag die entsprechenden Gesetzestexte fertig sein müssten, damit sich die Regelung rechtzeitig zum Karfreitag am 19. April auch ausgeht. Fleisch von Tieren, die rituell geschlachtet wurden, darf nicht das Biozeichen der EU tragen. Das hat der Gerichtshof der EU in Luxemburg heute festgestellt. Aus Brüssel, Peter Fritz. Anlass für das Urteil war der Vorstoß einer französischen Tierschutzorganisation. Um islamischen Speisegesetzen gerecht zu werden, dürfen Tiere vor der Schlachtung nicht betäubt werden. Ihr Fleisch wird dann als halal, also als rein nach islamischen Vorschriften bezeichnet. Das sei aber mit einem Kriterium für das Bio-Gütesiegel nicht zu vereinbaren, heißt es jetzt vom EU-Gericht aus Luxemburg. Denn dafür müsste auch das Tierwohl und die Einhaltung von Tierschutznormen beachtet werden. Und die rituelle Schlachtung und die Betreuung können nicht dem Ziel entsprechen, das Leid der Tiere so nicht zu haben. Halal-Fleisch darf also nicht das europäische Bio-Logo tragen, da es ja in der Plattform angeordnete EU-Sterne auf grünem Grund ein Zeichen, das für Bioprodukte in der EU seit knapp 9 Jahren gilt. Gute Nachricht für ÖSV-Läuferin Nicole Schmidhofer. Die FIS hat das Ergebnis der umstrittenen Damenabfahrt in Crans-Montana neuerlich korrigiert. Schmidhofer rutscht damit vom 4. auf den 2. Platz vor. Der ÖSV hatte das Ergebnis der Abfahrt am Samstag wegen Unregelmäßigkeiten bei der Zeitmessung angefochten. Das war das Mittagsjournal mit Eva Magnus. Die Sonnenbrille ist heute und auch in den kommenden Tagen unsere Begleiterin. Frau Kierkel. ที่ทำงานคุณยายนะตรงนี้ก็เป็นสนามกีฬานะจ๊ะสนามกีฬาถ้าเวลาหน้าเรย์เขาก็มาแข่งที่นี่กันที่รับฝากเรือนะฮะรับฝากBombe drin.
Aha. Blaue. Ach so, ja. Beton. Beton. Meine, was ist denn die Dämme? Die Dämme. Die Dämme. Die Dämme. Die Dämme. Die Dämme. Die Dämme. Ratissa! Eu já estou me doendo. Como era aqui no outro? ริมชายทะเลสาบตอนนี้แค่นี้ก่อนนะคะถึงจุดหมายแล้วค่ะสวัสดีนะคะทุกๆคนบ๊ายบาย